Meg Ryan, Schauspielerin, 61 Jahre alt. Und wir kennen sie, glaube ich, alle ganz gut aus den verschiedensten Filmen. You've Got Mail ist das ein Ausschnitt und Sleepless in Seattle. Sie ist eine Zeit lang verschwunden und jetzt wieder aufgetaucht. Und der Anblick, den wir sehen, der ist etwas anders, sage ich jetzt einmal. Wir haben hier Fotos zusammengesucht aus 2005 bis 2023, wieder mal eine extrem lange Zeitspanne. Und für eine knapp über 60-Jährige schaut sie ein bisschen unnatürlich aus. Und was diese Unnatürlichkeit ausmacht, das wollen wir heute zusammen analysieren. Vor kurzem ist ja das Video Overfilled Face Syndrome auch online gegangen. Passt, glaube ich, ganz gut zu dem Bereich, weil das Erste, was uns auffällt, oder wenn du als geschulter Zuschauer, Zuschauerin siehst, dann wirst du wahrscheinlich sehen, dass das Ganze ein bisschen zu viel ist. Also es erscheint für uns irgendwie awkward und komisch, weil das Gesicht überfüllt und zu voll ausschaut. Ich blende mich da kurz aus wieder, damit wir das gesamte Gesicht irgendwie sehen können. Was sie gemacht hat oder warum diese Fotos natürlich, sage ich jetzt mal, ein bisschen schwierig sind, sie lacht auf beiden Fotos. Und ich gehe mal ganz kurz in meine Detailansicht. Das Overfilled Face Syndrome, das auch in der Literatur schön beschrieben wurde, beschreibt ein sogenanntes transversales Septum, eine Struktur, eine Bandstruktur, die so bogenförmig im Mittelgesicht verläuft. Eine Bandstruktur, die dazu führt, dass beim Lachen das Volumen nach oben gebracht wird. Das heißt, logischerweise, wenn wir lachen, man sagt auch immer, iss was Gescheites oder lach ein bisschen, dann schaust du besser aus, werden die Wangen nach oben gebracht durch dieses transversale Septum. Und bei der Untersuchung von Patienten, also wenn ich Patienten unterspritzen möchte, muss ich mir immer anschauen, wie schaut das im Lachen aus und wie schaut das in Ruhe aus. Weil wenn es im Lachen schon überfüllt ausschaut oder zu voll ausschaut, dann werde ich wohl im Mittelgesicht keinen Filler setzen. Und das, was bei ihr eigentlich gemacht wurde oder was man bei ihr sieht, ist, dass sie schon immer sehr volle Backen hatte, eine starke Nasolabialfalte. Auch viele kommen zu mir, auch viele Patientinnen kommen zu mir und sagen so, okay, kannst du mir diese Nasolabialfalte hier unterspritzen? Ich sage immer, nein, das kann ich nicht, weil das eine mimische Nasolabialfalte ist. Das heißt, die Ich habe das übrigens auch hier schon ein bisschen eine eingegrabene Nasolabialfalte, die entsteht deswegen, weil ich Volumen im hinteren Bereich verloren geht, weil das Gewebe weich wird. Oberflächenbehandlung und Volumen ist die Lösung, aber nicht die Nasolabialfalte per se zu unterspritzen. Und diese hatte sie immer schon. Aber das, was eben komisch ausschaut, ist, dass derjenige oder diejenige, die das gemacht hat, anscheinend schlecht analysiert hat und im Endeffekt viel zu viel Volumen im Mittelgesicht platziert hat. Und wie ich schon in dem einen oder anderen Video gesprochen habe, habe ich eben eine Verbindungslinie, die Line of Ligaments, die hier nach unten geht, und alles, was ich hier einzahle, geht in Richtung Projektion, wenn ich hier unterspritze, und alles, was ich hier einzahle, geht in die Richtung des Liftings. Und was hat der oder diejenige gemacht? Es wurde im Endeffekt viel zu viel Volumen in diesem Bereich gespritzt, der vor der Line of Ligaments liegt, und deswegen ist das Gesicht überfüllt und schaut komisch aus. Was fällt uns noch auf? Die Augen sind deutlich kleiner geworden, und ich sage jetzt mal, bei den Unterlidern ist sicherlich nichts gemacht worden, aber die Augen erscheinen natürlich auch kleiner. Wenn hier mehr Volumen entsteht, dann verschwindet das Auge quasi reflektorisch, quasi wie in der Augenhöhle. Und ich glaube, dass eine mittelgut gemachte Oberlidstraffung hier auch noch im Spiel ist. Weil bei einer Oberlidstraffung macht man eigentlich, oder ich zumindest in fast 100% der Fällen, auch eine innere Brauenstabilisierung. Weil wenn ich etwas wegschneide, Haut, Muskel, Fettgewebe, dann ziehe ich ja die Augenbrauen nach unten. Und ich habe das Gefühl bei ihr, dass zwar der Lidddeckel vielleicht ein bisschen freier ist, vielleicht ist es auch noch ganz kurz vor der Unterspritzung, aber im Endeffekt hier einfach die Augenbrauen nach unten gewandert ist. Man sieht, dass dieser Abstand deutlich tiefer ist als dieser Abstand. Was ist noch bei ihr so auffällig? Die Verbreiterung des oberen Nasenstegs. Schaut euch mal das an. Da hat irgendjemand anscheinend auch hier oben Volumen reingespritzt. Und ich gebe die Handzeichen nochmal weg. Ganz brutale Verbreiterung. Und diejenigen, die Star Trek geschaut haben, wissen quasi, diejenigen, die hier eine Verbreiterung haben, schauen für uns komisch aus, die Klingonen, und das macht sie so ein bisschen klingonenhaft. Das heißt, ich sehe hier einfach eine unnatürliche Verbreiterung, eine komische, es ist auch die Nase hier breiter und vor allem dann hier in Richtung Nasium wird die Nase richtig breiter, und das lässt sie extrem komisch ausschauen. Was fällt uns noch auf? Die Lippen sind in meinen Augen nicht mehr altersentsprechend. Das heißt, es wäre voll okay, wenn man mit 61 ein bisschen zartere Lippen hat.
Ich bin der Meinung, dass wir nicht alles immer so wiederherstellen können oder sollten, wie es vor 20 Jahren ausgeschaut hat, sondern ein bisschen ein Alterungsprozess ist eben wichtig. Und die Lippen haben sich nahezu eigentlich nicht verändert. Das Kinn ist in meinen Augen hier ein bisschen breiter geworden, das heißt auch viel zu viel Volumen. Und die Seitenansicht, da können wir wenig sagen eigentlich dazu. Aber was können wir sagen? Es ist einfach komplett falsch unterspritzt worden. Und das ist auch klar der Grund, warum Hyaluron-Unterspritzungen immer so einen negativen Ruf bekommen oder einen negativen Ruf haben. Wenn ich jetzt diesen Schnappschuss von der Seite anschaue, dann bin ich mir im Endeffekt hundertprozentig sicher, dass hier eine Oberlidstraffung gemacht wurde, die in meinen Augen nicht ideal gemacht wurde und eben altersentsprechend die Wangen zu weit aufgespritzt und das Nasenproblem auch von der Seite sichtbar. Umgekehrt, der Übergang zwischen Hals und Kinn, der ist eh ganz normal, dass der vor ein paar Jahren besser war als heute, ist eh logisch. Und wenn wir jetzt hier nochmal andere Schüsse schauen im Reality-Check, dann entsteht genau das gleiche Bild wieder. Wir haben vor allem das, was uns stört, ist dieses mittleres, ich sage jetzt mal grob mittleres Drittel, ich habe ein bisschen mehr als das mittlere Drittel angezeichnet. Das ist genau der Bereich, der uns stört. Kleine Augen, schlecht gemachte Oberlidstraffung, unterspritzter Nasensteg, das heißt genau die Positionierung, von der ich immer rede, Augen, Nasen, das ist der Bereich, in dem auch du mich als erstes anschaust oder schaust, schaut er halt müde aus oder schaut er nicht müde aus. Das ist genau das, womit wir zuerst kommunizieren und dieser Bereich ist bei ihr einfach komplett irgendwie in die Hose gegangen und in meinen Augen nicht ein operativer Eingriff, sondern primär Volumen an der falschen Stelle. Die Gesichtsform bei ihr würde ich eigentlich beschreiben, dass sich die gar nicht so viel verändert hat. Ich gehe nochmal zurück. Wenn wir uns die Gesichtsform anschauen, ist die eigentlich relativ gleich geblieben, nur dass es auf der einen Seite natürlich und auf der anderen unnatürlich ausschaut. Und sie hat so eine Herzchenform eigentlich immer gehabt, die jetzt einfach unnatürlich altersentsprechend falsch ausschaut. Aber ich glaube, das größte Problem eben nochmal auch für dich hier und hier. Deswegen ganz wichtig, wenn du dich unterspritzen lässt, mach es bitte bei jemandem, der sich auskennt. Nicht jeder plastische Chirurg kann guten Nasen- oder Facelifts operieren. Ich gehöre zu denen zum Beispiel, die das nicht können. Ich operiere keine Nasen, ich operiere keine Facelifts. Aber auch nicht jeder Chirurg oder jeder Behandler, der gut operieren kann, kann deswegen genauso gut unterspritzen. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wenn man sich anatomisch auskennt, muss man das eine nicht unbedingt auch das andere können. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, bei Meg Ryan geht das Volumen ein bisschen weg, weil sie ist eine super Schauspielerin und eigentlich ein cooler Mensch. Und ich finde es fast schade, dass sie da ein bisschen in den falschen Topf gegriffen hat oder vielleicht bei der einen oder anderen falschen Person gelandet ist. In diesem Sinne, alles Liebe, dem Kanal folgen. Ganz wichtig und wir freuen uns auf die Kommentare, die wir versuchen zu beantworten. Es sind im Moment relativ viele, also bitte nicht böse sein, wenn nicht jedes Kommentar gleich beantwortet wird. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, ciao und baba.